So passt es. Du machst aber Intro, gell? Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Maker. Wir haben das, sorry für die Testes-Probleme, letzte Part, das haben wir jetzt umgestellt, dass wir alle über das große Mikro reden und das müsste eigentlich besser sein. Es war das jetzt im Weg, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So. Ich glaube, wenn ich hier noch ein bisschen mehr reinhutze, dann versteht man uns auch ganz gut. Ja, wir, nachdem wir den Multiplayer nicht zu zweit spielen können, wechseln wir uns einfach ab und jetzt spielt der Sanma ein bisschen. Ich glaube, das Prinzip von dem Story-Mode ist ja klar geworden. Man sammelt Münzen und die Münzen, je mehr Münzen man hat, umso weiter kann das Schloss gebaut werden. Ist ja, ne, liegt auf der Hand. Und ja, wir werden danach definitiv auch noch die anderen Modi zeigen, die es gibt. Wie Beispiel Level bauen und so weiter, aber erstmal machen wir den Story Mode hier. Das sind Wüstenlevel, die sind auch neu. Auch mit der Sonne, das sind alles zum Teil eben neue Inhalte, die wir uns natürlich noch genauer anschauen werden. Ist die gemeine Sonne? Ich glaube es 100, aber ich kann es nicht 100% sagen. Wann kommt die Plattform? Hallo Plattform? Nein. Ja, die mag dich nicht, die kommt nicht. Aber nee. Die Plattform wollte eh nicht. Du hast mir viel Leben, ja. Schusch, pass auf. Ah, da. Wenn die mal weg ist, ist sie weg, ne? Hm. Ja, auf die Sonne musst du aufpassen, weil die. Ja, macht. Alter, die ist ja hart asozial, diese Sonne. Ich kann die mir so in hart asozialen Bedingungen vorstellen. Sonne. So, wie gesagt, ist natürlich für die besten Testen ist ein Soundproblem aus dem letzten Part. Das ist bei Together-Projekten immer so, dass es, weil es nie auf den ersten Anlauf klappt. Aber ja, das ups, war. Da kommt ja gleich das nächste hergeflogen. Nee. Ja, wie gesagt, mit dem. Gut gemacht. Merkt man, dass ich schlecht bin? Ja. Aber so, Bruderherz, wenn du es nicht schaffst, dann verwende doch ein paar Hilfselemente. Nein, danke, Luigi. Also man kann auch Hilfselemente einbauen, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Wie zum Beispiel die Sonne wegtun. Könntest du bestimmt theoretisch. Aber das wäre so babyhaft, das im zweiten Part zu machen, ist schon ein bisschen, ein bisschen noob. Vielleicht nicht ganz das Optimalste, sag ich mal. Aber ja. Aber ich glaube, das ist interessant, die wird fast erst, wie man Level baut. Also Level bauen, ich muss nochmal schauen, das wird ist was sein, das nach dem Story-Mode bringen. So. Und online wird es parallel laufen, aber da muss nochmal schauen, wie ich das mache, weil ich die Game-Cartridge, wie gesagt, nochmal wechsle. Weil das bis jetzt noch nicht die finale Version ist, die ich behalte. Weshalb ich jetzt vorerst erstmal nur den Story-Mode zeigen kann. Und den halt aber auch komplett aufgenommen haben muss, bis zu dem 6.7. Ich hoffe, du hast die nächsten Tage ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Sonst machst du den Rest einfach alleine fertig. Weil dann tauscht es nämlich um gegen eine andere Version. Wie bitte? Ja, da ist das Heal. Komm, das überlebst du jetzt, ja. Yay! Hast geschafft. Und immerhin haben wir jetzt noch 3 Leben. Aber immerhin. Ist das ist nicht der einzige, wenn da nicht so gut ist. Ich glaube, es gibt 5 Leben pro Level. Kann auch sein. Das wäre zumindest besser, wenn es wirklich pro Level wäre. 499, wieso nicht 500? Das triggert mich so eine. Du kannst noch einen zurückspielen, weil ich habe das letzte Mal alle. Aber okay. Ich kann auch spielen, ist mir egal. Dann mache ich noch ein Level und danach bist du. Alles gut. Aufträge. Aufträge, es will Aufträge. Es gibt sehr viele Aufträge. Ich glaube, du müsstest erst ihr gehen hier, ne? Ja.
zu Toadette. Genau. Ja, ja, wir fangen an. Ah, da brauchst du Geld. Was haben wir zuerst machen? Den Westflügel oder den Ost? Mach mal West zuerst, oder? West. Fangen wir mal links an. Weil der Westen immer besser als der Osten ist. Tja. Das haben wir schon in Geschichte gelernt. Ach, das sieht man mal. Ah ja, dafür gibt es jetzt bestimmt wieder neue Aufträge. Der grüne Tod. Wo ist der? Ja, aber die Aufträge gibt es so, genau wieder bei dem ja. Restentod hier. Aber ich finde die Idee eigentlich erst witzig davon, muss ich schon sagen. So, das ist eine lustige Idee. Am ersten Tag gab es da keinen Story-Modus. Die neuen Aufträge. Genau. Oh, Spukhaus. Und wie gesagt, mit Online-Haus nochmal, wie ich das irgendwie hinbekomme. Mal sehen wegen Stream heute Abend, wie ich das mache. Spukhaus hier war. Ah ja, stimmt, man hat 5 Leben pro Level. Das ist angenehm. Vor allem bei späteren Leveln dann, die dann erst schwer werden. Ich wurde halt erstmal so, ob irgendwas. Die Nase. Es haut erstmal nach Items. Genau. Vielleicht sind aber auch keine Items drin. Offensichtlich ist. Ach, das Spookhaus, das triggert. Das Spookhaus-Level triggert immer total. Mit den 1000 Türen. Gut, dass ich das da jetzt nicht spielen muss. Eieiei. Schau dich an. Ja, ich sehe mir es an. Ja. Und Delfino ist, oh Mann, oh Mann. Ist ja rein. Ja. Okay, hallo. Irgendwie haben wir gerade keine Musik, aber das macht nichts. Es ist auch, dass wir zum nächsten Mal irgendwie Musik herbekommen. Damit wir das auch hören, bang, was hier bang, passiert. Bang, bang, bang. Was sind das überhaupt für sehr interessante Dinger? Was ist denn sagen, ne? Ding. Yay! Yoshi! Das war vielleicht keine gute Idee. Ah, ich stimmt, Yoshi kann da drüber laufen. Diese Dinger und ich glaube, da kann diese Melonen oder Orangen, was das da ist, Melonen vor allem, jetzt genau, die kann er fressen. Genau. Yoshi hat nämlich viel Hunger und wird auch nicht so schnell fett. Genau. Und Yoshi wirst du nachher bestimmt nochmal brauchen, wenn du den hier abholst. Für was? Aber da kam es doch jetzt her, ne? Ja. Muss man das jetzt verstehen? Ich glaube, nee, nicht unten, da verreckst du. Da brauchst du erst einen Peacewitz oder so, der da aus dem Menschen Flöcke macht. Überhaupt der ist. Boah, ist jetzt müde, ey. Ah, der ist da unten drin. Ah, und jetzt müsst ihr den halt gedrückt halten und irgendwie durch die Tür zurück. Stimmt, ja. Genau. Stimmt. Ah, ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Und jetzt müsst ihr ihn einfach ausbucken. Voll knapp, dass das Ding jetzt runtergefallen ist. Und das draufsprengen. Yeah, jetzt durch die Tür. Ihr seht, es ist eigentlich machbar. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt kommt hier totale Eskalation. Doink. Einfach mal dagegen hauen. Speedrun. Jetzt ist er hier. Speedrun. Speedrun. Aber ich glaube, nee, hier geht's jetzt nicht. Oh lol. Warte. Na, ah! Ja, mit Yoshi hochspringen, das ist natürlich intelligent. Dankeschön. Wir haben ein bisschen Intelligenz hier im Raum. Ja, nee, du musst jetzt zurück. Ach so. Und das dann war eigentlich nur Münzen zu sammeln. Ja. Oh, was eskaliert denn jetzt hier? Ah! Zweiter Versuch. Let's go. Speedrun. 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 Okay, Alter, du musst der Rest ist ja wieder so ein Dingsbums. Wie ist dann der Bildschirm so komisch verändert, ne? Ist ja witzig. Das ist kein Bug, das ist einfach vom Spiel. Ich weiß, ich find's witzig. So, da ist eine Röhre und ein Pfeil und eine Tür. Hm.
Nehmen Röhre. Oder? Ist fein, vielleicht triggern es dann auch noch Hardcore. Ich lächle es. Oh ne, oder? Ah oh, ne, alles gut. Ich dachte, wir wären wieder. Das erinnert mich an etwas. Ah ne, stopp mal, du kannst zurück durch die Röhre, ne? Du bist doch am Anfang, oder? Nee, doch. Hä? Nee. Hä? Wir sind voll aus wie der Anfang im Spiel. Ah ne, lol, das ist Ziel. Achso. Lol. Spring doch. Nö. Was wartest du zu lange hier? Ich warte. Ich warte. Ich warte. Yay! Yeah, haben wir auch gut gemacht. Yeah. Und ein Level mache ich noch, sonst wäre der Part des Herrn zu kurz. Alle wollen sich beschweren. So. Ah ja, und dann wird hier weitergebaut am Westflügel. Mhm. Wir sind schon bei 4%. Ja, langsam aber sicher wird's ja, ne? Der Münzkeller. Der Münzkeller, machen wir den auch noch? Bin ich gespannt. Ja, es schaut, dass wir irgendwie, wenn es irgendwie machbar ist, 2 Part am Tag bringen. Klar, es wird hier ein bisschen kompliziert mit aufnehmen. Und, oh, das ist wirklich das letzte Level. Sammle alle 30 Münzen. Ach, okay. Das bekomme ich hin. Das erreiche das Ziel. Das heißt, du musst erstmal alle Münzen sammeln und dann das Ziel. Ja, schnell. So, hier gibt es ein paar Türen. Und ein Stern. Wir gehen auch mal durch die erste Tür. Vielleicht sollten wir erstmal unsere Gegner hier einfach hier weghauen. Da können wir ungestört alle Münzen ansammeln. Münze 1, Münze 2. Ah lol, damit kommt man hier. Vielleicht gibt es einfach auch mehr als 30 Münzen und man muss einfach nur irgendwie halt 30 einsammeln. Kann ja sein. Sieht aber nicht gerade so kompliziert aus. Nö. Klar, es sind ein paar Gegner, aber die sind eigentlich jetzt nicht so. Vielleicht hast du aber okay, wenn man den Stern für die falsche Tür verwendet. Ja, das kann sein. Ja, habe ich vermutlich auch. Aber er kam doch raus bei der Tür, oder? Okay, ich bin da klein. Das ist trotz alledem gefährlich. Oh. Aber ich bekomme das hin. 14:30. Ich will nicht nochmal daran. Ja, das die Hälfte habe ich das bald. Also ich glaube, das ist erst nicht so das Schwierige. Ja, ah, hier kommt halt so ein Boss. Mhm. Ja, es steigert es immer. Aber das ist halt auch noch nicht ernsthaft schwer, so ernsthaft zu nehmen hier. Außer die tut da gerade ein Ding hineinsecken. Ach, die kann man. Ich hätte auf die drauf springen sollen. Ja. Die ist gerade unten. Aber ich. Bin ich nicht auf sie drauf gesprungen? Zum Glück behält es aber deinen Münzenzähler, glaube ich. Ist bin ja nicht sicher. Nee. Oh shit, okay, muss aufpassen. Ja. Dass ich mich da nicht treffen lasse hier. Aber warte, gab's hier nicht einen. Ach! Natürlich, sonst der nehme ich erst später, wenn es kritisch wird. Ja. Zum Beispiel, wenn wieder dieser bescheuerte Typ dran kommt, der meint, mich nerven zu müssen. In derselben Sekunde tut dich auch scheiß hier runter. Nee, das ist uncool, Gumpa. So viel, was mein Thema ist, Jump'n'Run Skills, ne? Jump'n'Run. So, komm, geh rein in die Röhre. Ach, ich wollte noch. Warte, nimm hier oben links. Stimmt. Oder war das oben? Ich fange einfach mit Rest an. Der Rest war noch gar nicht drin, ne? Da gibt's bestimmt einen Boss oder so. Wahrscheinlich hast du jetzt eh keinen Stern mehr. Oh nee, ich hab ne Koopas. Okay, das wäre erst dumm, aber wir haben auch noch 2 Leben, falls es wieder vergeigen sollte, aber ich schaff's auch ohne. Denn ich bin legit. Uncool. Uncool. Gut, aber es sind ein Heimat erledigt. Bin ich damals auf Reisenzwecke. Ich muss aufpassen, dass das Ding mich nicht selber trifft. Alter! Okay, jetzt tue ich den. Jetzt tue ich den Stern, aber bewusst erst nach allen das. Und jetzt. Es dringt mich auch mal an hier. Wird wohl nicht wahr sein. Aber irgendwann werde ich nochmal schauen, was für Hilfselemente gibt. Aber erst irgendwann später, wenn wirklich schwere Level sind. Ich meine, das ist eigentlich Kindergarten, wenn man es anstrengt. Und das war dumm. Vor allem wie die Gumbas dann. Wie
fassen erst solche fette Gumpas durch diese kleinen Röhre. Oh Gott, mein kleiner draus. Scheiße. Gut. Ja, hab ich noch gut getroffen, ne? So. Jetzt haben wir mal hier ein Ei. Uno. Für den oben, das war der Boss. Ja. Da. Ich bin noch auf den Ding. Alter. Ich bin da drauf gesprungen. Ist mal oben. Vielleicht okay. Lässt du das ein bisschen besser an. Hast du noch. Das letzte Leben. Na, ja, komm, ich bekomm's hin. Ihr seht schon, wir stellen uns sehr gut an hier. Ja, das ist ein richtiger Pro-Gamer. Ah, voll. Mal sehen, ob wir im zweiten Part uns erstes kennen. Nee, das haben wir noch nicht. So. Ja, man müsste halt irgendwie intelligent machen. Genau in dem Moment, wenn die nicht da sind, holt man sich. LOL. So bekommt man die easy down. Ah, okay, das machst du, glaube ich, schon besser. Wie bitte? Okay, ich weiß. Ah, die spawnen wieder. Ja. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Na, no, weil. Man muss da kein zweites meinen. Wenn man alle Münzen hat. Okay. Die unten Rest hättest du jetzt auch können, aber egal. Ich sterbe nicht mehr. Ja, läuft doch. Aber ich würde dann für oben erst dann den Stern holen. Das Rest bekommen wir nämlich auch noch ohne Stern hin. Aber eigentlich sind die Gumpas nicht schwer. Ja, weil die nur in deren Zone bleiben. Das stimmt. Boah. Pass auf, der ist jetzt ist ein Panzer auf die Reise gegangen. Aber die Gumpas verfolgen einen wenigstens eher die Koopas nicht, wenn die einen direkt sehen. Na! Uff. Tschüss. So, jetzt ein Stern holen, genau. Das ist ja. Nimmer wieder sehen. Einfach direkt umlegen. So, warte, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Bam. Die. Oh lol. Das ist ja easy eigentlich. Lololol. Einmal noch schnell Münzen ansammeln hier. Ne, es gab genau 30. Ja. Ja gut, wann aber auch nicht so krass. Oh, da kommt noch ein Bowser, kann das sein? Hoffentlich nicht. Na, wenn das schon so eine Fahne ist, vielleicht ist einfach auch nur das Ziel. Ah, okay. Hit, du musst hoch. Ich möchte nur schauen, ob es ist. Nee, gibt's keine Secrets mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Ich hab's mal geschafft, direkt nach unten zu springen, also. Das ist nicht möglich. Dafür habe ich das Level geschafft. Ja, das hast du gut gemacht. Und den Game Over verhindert. Das hast du auch gut gemacht. Damit wir nicht ausgelacht werden. Ja, werden wir es oder so. So, im nächsten. Oh, der Westflügel geht langsam weiter, ne? Hier. Der ist dann bald fertig. Ja, bis weiter geht's im aber im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin.